Traders Podcast, heute ist Mittwoch, 16.10.2013. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie versprochen gestern, der DAX, heute, den wir uns mal anschauen. DAX-Kasse habe ich mitgebracht, also der Xetra DAX. Normalerweise schauen wir uns den Future an, aber ich habe heute mal die Kasse mitgebracht. Das hat keinen besonderen Grund, einfach nur, weil das der Index ist, der normalerweise dem einen oder anderen Anleger etwas geläufiger ist als der Future-Index. Und wenn man hier sieht, hat der DAX gestern seine Aufwärtstrend bestätigt. Wir haben die letzten Wochen Bundestagswahl bzw. die Schuldendebatte in den USA, diese Konsolidierungsformation gesehen. Man möchte das so, als wenn man die klassische Charttechnik gut findet, als Flagge abtun, und Flaggen haben den Charakter, dass sie trendbestätigend sind. Das heißt, irgendwann nach so einer Flagge kommt dann der Ausbruch in Richtung des vorherrschenden Trends, und der kam auch beim DAX und der ist jetzt in vollem Gange. Man sieht hier, wir haben gestern einen Gap gerissen, eine Kurslücke gerissen und sind auf dem Weg Richtung, ja, 9000 kann man sagen. Wir sind noch 200 Punkte davon entfernt, aber im Blick auf die USA, wo sich der Markt eigentlich auch gut hält, auch noch der Tag gestern unproblematisch war, von der Charttechnik, auch mit Blick auf die relative Stärke des DAX gegenüber den USA, sind die 9000 Punkte, das ist eigentlich ein Must. Also der Markt wird meiner Meinung nach dahin laufen und wird sich zumindest dann dort mal versuchen. Die Projektion, die Kursziele geben das her. Man sieht, wir haben hier 8943 bzw. 9050 als unmittelbares Kursziel aus dieser Bewegung her, also aus dieser Flaggenbewegung her rührend. Und auch wenn man sich das übergeordnete Bild anschaut, ich ziehe hier ein bisschen auf, dann sieht man, der Aufwärtstrend ist intakt, und wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist es mitunter besser, diese Aufwärtstrends erst dann tot zu sagen, wenn sie tot sind, sprich wenn die entsprechende Trendlinien gebrochen sind. Und meiner Meinung nach ist, bevor jetzt hier 8500 Punkte nicht gefallen ist, ist im DAX die Ampel nach wie vor auf grün. Und einzig, was mich so ein bisschen stört, aber das hält sich noch in Grenzen, ist hier der recht überverkaufte Indikator, der RSI-Indikator, der mein Trading-Indikator. Allerdings mag ich es lieber, wenn der hier, mein DMI-Stochastik hier unten, wenn der zusammen mit dem DMI, mit dem RSI-Indikator oben ist, dann habe ich Indikatoren von der gleichen Familie, nämlich überkauft, überverkauft, die aber unterschiedlich konstruiert sind. Der eine mit dem DMI, der andere mit dem geklätteten Preis. Und insofern ist mir der Indikator hier jetzt noch zu wenig, um dem DAX jetzt eine deutlich überverkaufte Situation zu unterstellen. Auch hier mein DMI-Oszillator ist positiv, das heißt, der Trend ist ab, und nach wie vor gilt das, was ich gesagt habe, der Markt ist in einem Aufwärtstrend, der ist gesund und der könnte den Markt oder wird den Markt tragen bis 9000 Punkten. Also Trading Long nach wie vor im DAX. Letzter Satz, letzter Hinweis, es gibt seit den letzten Tagen einen Signaldienst, Handelssignale vom Börsenprofi von mir, der kostet Sie in den ersten 7 Monaten nichts. Wenn Sie Interesse daran haben, dann einfach an die eingeblendete E-Mail eine kurze Information schreiben. Ich schicke Ihnen alles dazu, was Sie brauchen, und insofern bis 1.6. ist der gesponsert, kostet nichts, gibt freie Handelssignale day by day für unterschiedliche Märkte, DAX, S&P, auch den Bond, den Bund, Gold und Silber, also solche Patterns, die Sie schon des Öfteren bei mir gesehen haben. Ich blende die E-Mail-Adresse unten ein, oder Sie sehen sie, und bei Interesse einfach mir eine kurze E-Mail droppen, dann bekommen Sie alles das, was Sie brauchen. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, alles Gute, Ihr Heiko Seibel.